Na los. So, es ist vollbracht. Wir haben jetzt mit dem erymantischen Eber doch tatsächlich alle komischen Kreaturen getötet, die zu töten waren für die Artemis-Frau. Und entdecken jetzt Elis. Die vorletzte Stadt. Die vorletzte große Stadt. Letzte wird wahrscheinlich in Arkadien oder in Biotien sein. Wobei Arkadien noch ein anderes Gebiet war. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt, was wir noch nicht entdeckt haben. Das fällt mir jetzt so schnell nicht ein. So, das ist die Stadt. Die werden wir jetzt erstmal großflächig erkunden. Und versuchen, das ein oder andere fertig zu machen. Könnte eine Weile dauern. Das meiste liegt doch ein bisschen weiter weg. Phobos, komm. Ich musste nur erstmal über die Mauer rüber. Und da ist ein Schmied. Das ist schon mal gut. Aber Schmiede brauchen wir nicht. Nicht aktuell. Erstmal reiten wir rein ins Vergnügen und zu den ganzen Fragezeichenpunkten. Aus dem Weg. Meine Lieben, ihr seid bestimmt alles Olympia-Fanatiker. Ich mag ja Olympia überhaupt nicht. Das ist die Stadt, die wir vom Enos aus gesehen haben, Ikaros. Hier wollte ich schon immer mal hin. Na süßte. Haben wir dir auch noch einen Lebenstraum erfüllt? Das freut mich. Das ist schön, das ist wunderbar. Tempel des Apollon. 1053 Erfahrungspunkte. Außerdem Schatzkammer von Elis. Ja, die ist groß. Wenn die denn auch genauso viele Schätze hat, ist alles gut. Aber das glaube ich weniger. Wir haben zwei Schätze, einen Befehlshaber. Beides muss geplündert werden und getötet. Hier werden sie besonders wachsam sein. Ach, naja, geht so. So, Nummer 1 ist tot. Ach, da ist der Schatz. Dankeschön. Wir sind schon wieder weg. Die prügeln sich noch ein bisschen, ist okay. Dankeschön. Jetzt fehlt nur noch der Befehlshaber und der, wo ist der? Ist da. So, Nummer 1, Nummer 2. Und das war's. Gewonnen. Tschüss. Ah, geschafft. So, jetzt müssen wir von hier verschwinden. Möglichst ohne, dass die mich treffen. Nicht, dass ich wieder abstürze. Okay. Sehr gut. Wenn wir jetzt den Aussichtspunkt haben, dann haben wir schon mal einen Großteil der Stadt entdeckt und geschafft. Ja! Wieder was hinter uns gebracht. Das Lagerhaus auch gleich fertig gemacht. Damit haben wir schon mal den südlichen Teil der Stadt fertig. Jetzt müssen wir uns noch um den nördlichen Teil kümmern. Da gibt es auch noch zwei, drei Fragezeichen plus eine weitere Quest. Und hier sind wir schon beim nächsten Punkt. Es gibt eine Schatztruhe, ein Ostrakon-Rätsel, einen Befehlshaber. Und das war's. Okay. Fangen wir mit dem Befehlshaber an. Dankeschön. So, das Ostrakon-Rätsel und die Schatztruhe sind beide hier oben. Obwohl, nee, hier ist nur die Schatztruhe. Ostrakon-Rätsel, ah, ist auf der anderen Seite. Dann ist dieses Heiligtum schon durch. Mehr brauchen wir nicht machen. Und tschüss. Gut, auch der Tempel des Hades ist durch. Dass die Götter selber nicht böse sind, dass wir deren Tempel andauernd plündern, wundert mich. Soll mir aber recht sein. Dann holen wir uns jetzt die Quest und gehen anschließend zu dem Fragezeichen. Die Quest. Eieieiei. Oh, es könnte sein, dass wir hier ein Theaterstück aufführen. Oder sogar kämpfen sollen, für alle.
sieh dir all die Menschen an. Wonach sehnen sie sich? Nach Aufregung und etwas Magie. Und das kannst du ihnen bieten? Magie! Belästigt dieser Zauberer dich? Ich bin kein Zauberer. Ich bin Thespis, der Schauspieler. Und du bist? Ich bin Alexios, ein Söldner. Ein Leben gezeichnet von Drama, Gewalt und Tragödien. Das respektiere ich. Thespis hatte die glorreiche Idee, die Stadt mit einem Stück zu ehren. Er hat einen sehr guten Ruf als Schauspieler. Deshalb dachte ich, der Erfolg wäre uns sicher. Aber langsam glaube ich, ich habe mich geirrt. Nein, nein. Ich habe alles unter Kontrolle. Behalte du nur den Verkauf der Eintrittsmarken im Auge, liebste Rodante. Mein Freund Alexios kümmert sich um den Rest. Ich versichere dir, ich verstehe nichts vom Theater. Sei nicht so bescheiden. Du wirst als der Held bekannt, der Leonidas und seine 300 zum Stück des Jahrhunderts gemacht hat. Das Stück handelt von König Leonidas? Weißt du, meine Familie... Deine Familie kann natürlich auch kommen. Sie wird bestimmt stolz auf dich sein. Hilf mir nur, die Heldengeschichte zu erzählen. Okay. Ich helfe Thespis mit seinem Stück. Leonidas Geschichte muss erzählt werden. Also gut. Du wirst uns sicher nicht enttäuschen. Und was soll ich tun? Bring Wein. Nicht für mich. Für das Publikum. Glaubst du, das Publikum interessiert sich nur für Leonidas Geschichte, wenn es betrunken ist? Nicht betrunken, nur begeisterungsfähiger. Oh Gott. Ich werde mich darum kümmern. Mehrere Quests angenommen. Ja, machen wir später. Jetzt machen wir erstmal die Fragezeichen. Oh, da haben wir sogar noch jemanden, den wir töten können, damit die Söldner nicht mehr hinter uns her sind. Haus des Anführers. Sehr nice, aber der Anführer ist nicht da. Nun gut, es gibt trotzdem zweimal Kriegsvorräte, einen Befehlszauber und zwei Schätze. Die wachen sicher gut auf. Nö, so gut passen die hier nicht auf. Was? Wer hat mich gesehen? Ach du! So, Ruhe. Okay, Nummer 1 ist hier. Sehr gut. Nummer 2 ist oben. Alles andere ist auch oben. Dann gehen wir jetzt auch nach oben. War denn das? Wer hat mich gesehen? Ach, der da oben. Hier ist jemand. Nein, hier ist keiner. Du, wie kommst du hier? Ach. Er springt runter, ich spring hoch. Alles ist gut. Wir verpassen uns. So, das ist weg. Oh, jetzt nicht. Dankeschön. Okay. Nur noch der Befehlshaber. Wo ist der denn? Geht weg, meine Güte. Befehlshaber, Befehlshaber. Das ist eine Elite. Da, okay. Aus dem Weg. Ich muss mich um ihn hier kümmern. Parmeon. Sehr schön. Geschafft. Zeug mitnehmen. Jetzt muss ich mich aber auch um den anderen kümmern. Damit die Söldner nicht mehr hinter uns her sind. So ist gut. Geschafft. Kopfgeld entfernt. Wir können abhauen. Was auch immer das hier für ein Lager ist, wir haben es gerade beseitigt. So, dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir bewegen uns schon wieder außerhalb der Stadt. Das wollte ich noch gar nicht. Aber wir können das da oben erstmal machen. Dann haben wir wenigstens unsere Ruhe. Und dann begeben wir uns dorthin. Und das sind die letzten beiden Dinge, die wir machen müssen. Hier müssen wir sowieso noch was machen. Durchschnittsgetränk, erkunde den Stall des Ares, um den gewöhnlichen Wein zu finden. Und dann geht es zu Kap Araxos. Komm, Pony, ist zwar kein weiter Weg mehr, aber du kannst mir trotzdem behilflich sein.
Oder auch nicht, weil du wieder viel zu lange brauchst, um herzukommen. Naja, die paar Meter. Hineas Lager. Da brennt schon wieder alles. Vielleicht haben sie die Kriegsvorräte schon vor mir verbrannt. Das ist ganz gut, dann habe ich wenigstens weniger zu tun. Zwei Schätze, ein Befehlshaber. Nee, dich wollte ich gar nicht töten, aber schön, dass wir es getan haben. Ihr seid wesentlich einfacher als die in Lesbos oder auf Lesbos. Was ist hier los? Mit dir reden wir später. Erstmal die Schätze. Dankeschön, das war Nummer 1. Und hier haben wir Nummer 2. Was macht ihr denn da? Lasst doch den Löwen in Ruhe. Hat euch doch nichts getan. Reicht auch wieder. Danke. So, ich bin raus. Gut, das andere Lager vorne bei der Rennbahn. Das ist das nächste und das letzte. Dann können wir uns schon dem nächsten Landkreis widmen. Ist die Stadt schon so gut wie durch? Vorwärts! Wie gut. So, einmal umschauen. Das ist die Stelle. Der Wein darin sollte zumindest gut genug für Pferde sein. Ja, für Pferde hin oder her. Es geht ja auch um vieles anderes. Da ist noch was zum Zerstören, aber ich glaube nicht, dass das zu der Quest dazu zählt. Na, wir gucken mal. Was soll das hier sein? Der Stall? Stelle des Ares, ja. Wir sollen nur die Schätze plündern, okay. Hallo. Die Adrenalinanzeige ist wieder voll. Dann haben wir schon mal Schatz Nummer 1. Der Wein war hier vorne irgendwo, ne? Wo war der? Habe ich ihn schon? Ich glaube nicht. Erkunde den Stall des Ares, um den gewöhnlichen Wein zu finden. Moin. Du musst leider auch sterben, allein schon, weil du mich gesehen hast. Das ist der Wein, mit dem Tespis das Publikum versorgen will. Ah. Riecht nicht besonders, aber sollte gehen. Na, immerhin. Wir haben ihn gefunden, holen uns jetzt noch die Schatztruhe und hauen wieder ab. Ich muss nicht mal Befehlshaber töten, das ist schön. So, tschüss. Die Ställe des Ares sind durch. Ah, Gott sei Dank. So, dann können wir ihm jetzt tatsächlich schon den Wein bringen. Und danach die Stadt wieder verlassen Richtung Süden. Außer er hat jetzt noch irgendwie eine andere Möglichkeit oder Sache, die er unbedingt sehen und hören will oder haben möchte. Das kann natürlich alles sein. Nur mal ganz kurz, wo ist er jetzt? Ach so, bringe den Wein zum Übergabeort. Ups. Das war auch noch da vorne. Gar nicht drauf geachtet. Gut, dann reite ich hier aber vorbei. Wir sind ja nicht allzu viele Leute, das geht ja. Hier sind schon wieder neue Leute erschienen. Super. So ist gut.
Ja, und die anderen liegen hier noch rum. Ist okay. Toll, jetzt haben wir hier Leute bestohlen. Super. Wo ist der Übergabeort? Dort. Okay. Sollte ich wohl hinkriegen. Kann ich die nicht auch bei Phobos hinten rauflegen? Nein, kann ich nicht. Ah, okay, Phobos, du bleibst kurz hier, du wartest. Geht gleich weiter. Ich muss bloß einmal schnell den Wein wegbringen. So, was mache ich nicht nochmal? Verdammter Dreck. Aus dem Weg. Heiß und fettig. Die Pizza kommt. So, das wäre geschafft. Okay, Durchschnittsgetränk ist abgeschlossen. Ich habe den Wein. Wunderbar. So werden unsere Gäste wohl schon vor Beginn des Stücks bester Laune sein. Ich habe den Wein gekostet. Immerhin ist es kein Essig. Vielleicht kann ich die Marken vergünstigt in den ärmeren Stadtteilen verkaufen. Sag, wann wird das Stück denn aufgeführt? Nun, es gibt noch Probleme mit den Schauspielern, sie zu finden, meine ich. Du hast keine Schauspieler? Keiner von ihnen kam zur letzten Probe. Und bei den vorherigen kamen sie mir sehr entmutigt vor. Vielleicht war jemand zu streng mit ihnen. Dann musst du sie nicht bezahlen, wenn sie nicht auftauchen. Ganz genau. Es sind drei Schauspieler. Sie stellen Iphialtes, Xerxes und die Neckes dar. Ich kann dir sogar sagen, wo du sie vielleicht findest. Und wer spielt Leonidas? Ich selbst natürlich. Ich traue niemandem sonst die Hauptrolle zu. Okay. Ich hoffe, sie tauchen wieder auf. Also, Xerxes sollte sich irgendwo in der Nähe der Dyspontion-Ruinen befinden. Alles klar. Die Necke. Ich werde kein... Wenn du die Schauspieler... Und dann wird nie... Bla, bla, bla. Gut, die drei müssen wir also auch wieder finden. Freue ich mich aber. Die sind zum Glück hier irgendwo in der Nähe. Also im Prinzip könnte ich das einmal abreiten und dann würde ich sie wiederfinden, aber das mache ich jetzt nicht. Wir gehen jetzt erstmal nach Kap Araxos. Kap Araxos liegt im Südwesten. Mehrere Quests angenommen. Wie immer. Phobos, du brauchst zu lange. Du läufst auch schon wieder irgendwelche Umwege oder hängst irgendwo fest. Deswegen machen wir es jetzt anders. So, das müsste besser klappen. Komm schon. Komm. Meine Güte. Brauchst aber auch manchmal ewig. Hier könnte gut ein Krieg stattfinden. Am besten der gegen Xerxes. Gegen den werden wir aber wahrscheinlich nicht mehr antreten. Komm schon. Nicht in unserem Leben, wenn dann im früheren. Ella. Aber so haben wir ihn ja schon gesehen, den Krieg. Dem Jürgen-Festung. Okay. Die nächste Festung, die ausgeräubert werden muss und die ziemlich groß ist. Ich habe mir schon gedacht, dass wir einer weiteren begegnen werden. Es gibt sogar noch einen Söldner, der auf dem Weg hierher ist. Da ist auch das Leuchtfeuer. Wir haben so ziemlich alles gesehen. Okay. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Zuerst, wie immer, das Leuchtfeuer. Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Ja, es wäre schon schön. Es wäre von Vorteil.